Sag mal, spinnt der Junge? Trimax, was ist denn das? Willst du nicht ver... Ey, Digga, ganz ehrlich, Max, es tut mir leid. Also jetzt sehe ich hier nur noch blanke Provokation. Alter, Max, das kannst du wirklich nicht machen, Digga. Ehrlich, guck doch mal bitte. Maschallah, der hübscheste Streamer von allen ist zurück. Oh, guck mal da, Digga. Alter, Jungs, wie schnell seid ihr denn hier? What the f***? Bist du gerade live? Ja. Ich bin auch gerade live gekommen. Und Max, ich hab direkt ein Gesprächsthema für dich. Kevin, erzähl's ihm. Kevin, sag's mir. Komm, was hast du mir eben gesagt, Kevin? Der Turm. Der Turm. Max, der Turm stört. Okay, Kevin, schau auf Max. Erzähl mir ganz kurz, was ist passiert. Ich möchte es von dir hören. Nein, guck's dir einfach an. Ich kann da keine Worte für finden. Ich muss dich ein bisschen lauter machen, Kevin. Man muss dazu sagen, Max hat das ganz schlau angestellt. Du weißt ja, wie schlau Max ist, ne? Moin Leute, Trimax hier. Der hat das ganz schlau angestellt. Der hat gesagt, ey, G-Time, irgendwie kann ich hier einen Geheimgang bei dir bauen, ja? Dann habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Der hat mich richtig verwirrt. Der hat immer so Sachen gefragt, darf ich das bauen? Kann ich das bauen? Ja. Und dann hieß er irgendwie eine Bucht im Turm, einen Turm in der Bucht bauen. Ja. Da habe ich ja kein Problem mit. Ja. Aber du weißt, wie groß Max' Vorstellungen auseinandergeht von einem normalen Turm. Kevin, pass auf, ich gehe jetzt mal um die Ecke. Ich gehe jetzt mal um die Ecke und schaue es mir einfach mal an, okay? Weil so schlimm kann es ja nicht sein. Ich sehe jetzt, was Max seine Vorstellung von einem Turm ist. Ich sehe ihn jetzt hier noch nicht. In seiner Bucht. Das meint er nicht ernst, oder? Ey, jetzt mal ehrlich, das übertrifft von der Größe her jeden Turm, den jemals Patrick gebaut hat, oder? What the fuck? Sag mal, spinnt der Junge? Nein. What the fuck? Der soll bis nach oben auf maximale Bauhöhe gehen. Bro, dann sehe ich den ja auch jeden Tag. Ja, ich habe gesagt, der wird auch deinen Meeresblick verdecken. Digga, der nimmt dir die komplette Aussicht. Ja, nicht nur mir, dir wird er die auch nehmen. Alter, spinnst du einfach, Digga? Hast du den auf? So, da bin ich. Trimax, was ist denn das? Willst du nicht ver... Ultra clean, gib's zu. Bitte? Alles symmetrisch. Das wird kaputt gemacht. Digga, du nimmst G-Time die Sicht auf den Ozean und mir die Sicht später in die Bucht. Der wird nicht höher gebaut als so. Ich check das mal ganz kurz bei G-Time ab. Hä? So? Bist du lost? Ja. Der steht vor Kevins Haus. Guck mal, wenn du bei Kevin rausguckst, siehst du einfach... Max, das geht nicht, Digga. Das ist too much. Das kannst du nicht machen. Holy sh**, Trimax. Aber können wir mal drüber sprechen, wie clean ich den gebaut habe? Nein! Genau. Frag nicht, warum ich so aussehe, dazu später mehr. Leute, Stream läuft jetzt, kommt auf jeden Fall ran. Wir spielen heute Craft Attack von 11 Uhr an bis ca. 15 Uhr. Also verpasst auf jeden Fall nicht hier. Also Stream ist an. Hier, da ist doch mehr da links. Guck mal, wenn man hier in der Ecke steht und ganz oft springt. Ja, willst du mich veräppeln, Junge? Man sieht überall deinen Turm nur. Alter, Max, ich hab dir schon das World Trade Center hier gegeben, ja? Und das werde ich übrigens auch noch mit Crocodile Andy zusammen einkleiden mit irgendwas anderem, Max. Weil das bleibst du nicht. Das ist eine Sache. Aber du musst jetzt mal aufhören, Max. Aber guck mal, wenn man hier steht bei G-Time und ganz oft springt, dann hast du doch mehr Blick. Was ist das denn, Max? Du hast Kevin... Willst ihr den nicht? Aber habt ihr... Ihr wisst, dass Basaltsäulen sind und die sind absolut 100% symmetrisch perfekt angeordnet in einer Kreisform, die sich immer weiter schließt. Trimax, das und Problem... Und obendrauf kommt so Inferno-Turm-mäßig oder Sauron-Turm. Sauron baut schon jemand, das baut schon Joecraft. Honig-Lava-Auge. Was? Unendlich heftig. Nein, das wird nicht passieren. Du hast unsere Immobilien, die in der 1A-Lage waren, abgewertet auf eine 4D-Lage, Max. Wir können einpacken. Was ist das da oben? Was ist das denn? Das ist der Melonengolem. Ach du Scheiße, was ist so? Das denn? Jetzt sag nicht, der ruiniert dir auch die Sicht. Alter, wenn ich hier in meinem Haus stehe, das geht nicht. Ich stehe hier, dann sehe ich da diesen Turm, diese Hoch raus und diesen verkackten Melonengolem. Und ich muss auf deine Haus gucken, das ist auch blöd. Mein Haus doch nicht. Das kannst du nicht sagen. Ey, Digga, ganz ehrlich, Max, es tut mir leid. Also jetzt sehe ich hier nur noch blanke Provokation. Der sah auch nicht so groß aus irgendwie, als ich angefangen habe. Das kannst du nicht machen, Bro. Wirklich, guck mal, Digga. Ich sehe nicht mal mehr die Bucht von meinem Fenster hier oben, Bro. Das ist echt nicht okay. Ich überprüfe also, das mal. Wie ich Alter, du bist ja so hoch. Hä? Aber Max, wenn der fertig ist, guck mal bitte. Jetzt schau dir mal bitte an. Ich wohne hier oben in einer wunderschönen Villa, die von Architekten ausgezeichnet worden ist. Mein Dachbalkon hier oben. Ich schaue auf einen Melonengolem mit einem Mikropimmel. Ein World Trade Center, Reapers Kackhaus, noch ein World Trade Center und diesem Turm. Ja, aber du bist natürlich zu unserem Kollektiv dazugezogen. Hä? Ich war von Anfang an dabei, what the fuck? Ich war in der ersten Folge dabei. Ja, aber du hast ja uns ausgewählt. Ich du? Bin das jedes klar. Jahr. Also, dass Reapers, Chef Strobel und Trimax jetzt nicht die Aesthetics-Gods sind, neben die man ziehen möchte, das war ja von vornherein schon klar, oder nicht? Max, jedes Jahr also bin ich der Nachbar von G-Time. Und das ich wohne... Dein Haus? Das ist Chef Strobels Haus! Ja, guck mal, nein! Das ist ein Bett, meine.
Alter, Max, das kannst du wirklich nicht machen, Digga. Ehrlich, guck doch mal bitte. Wie sieht denn das hier aus? Guck dir mal an, wie geil der ist. Lass mich den mal fertig bauen. Okay, ich lass dich den fertig bauen, aber dafür wird die Kaktusfarm abgerissen. Die produziert so viel Knochenmehl. Digga, das muss doch nicht sein. Ich könnte noch einen Turm um die Kaktusfarm rumbauen. What the fuck? Nein! Bitte bau nie wieder irgendeinen Turm. Bitte, Max. Weißt du, was du machen kannst, Max? Du machst den ein bisschen niedriger und wir bauen daraus eine natürliche Klippe. Und da bauen wir was hin. Oder du verlegst deine Kaktusfarm in diesen Turm rein. Kaktusturm, absolute Riesensprengung. Alles weg. Ja. Den Turm bis ans Sky-Limit setzen. Eine riesige Honig-Lava-Augenkugel da reinballern. Ja. Und dann da drinnen den Kaktusturm wieder aufbauen. Gitan, was sagst dann du dazu? Dann habt ihr zum Beispiel hier die, das ist doch auch nice. Wenn der Kaktusturm weg ist, habt ihr doch eine gute Sicht eigentlich. Es gibt auch noch Option 3. Was kommt jetzt? Wir bauen den Turm ab. Ja. Weil ich krieg die Materialien wieder. Ja. Und Max, ihr schuldet mir jeder 250 Diamanten. Was? Sag mal, das ist Erpressung. Ich hab die Regel nicht gemacht. Du doch, die hast du gerade gemacht. Diese Regel hast du gerade gemacht. Max, pass auf, ich mach dir ein Angebot. Angebot Nummer 4, okay, Max? Wir nehmen diesen Turm, okay? Wir nehmen diesen Turm und den Kaktusturm, kombinieren das und bauen den Turm hier hin. Hier unten, direkt neben Schatzstrobel. Und wir helfen dir dabei. Du fuckst Schatzstrobel. Da unten wohnt Dena, der ist bestimmt sauer. Drauf. Der kann das nicht alles kaputt machen. Und dann, voll asozial. Du willst nicht, dass es neben dir ist, oder soll ich es neben Dena machen? Nein. Dena ist eh nicht mehr online. Der ist nicht so wichtig. Das nimmt dann nur Chef Strobel den Meersicht. Der ist halt echt groß, der Turm. Also ich würde sagen, abgelehnt. Aber ich könnte mich drauf einlassen, wenn er noch einen Ticken größer wird. Ja, wir ziehen den hoch. Wir ziehen den bis zum Skyline mit dem Turm. Ich glaube, er meint größer, dass er noch einen höheren Durchmesser haben soll. Richtig. Größeren Durchmesser? Ich meine nicht höher, sondern... Was für einen Durchmesser stellst du dir denn vor? Der hat ja jetzt 37 Blöcke, ne? Ja, ich würde höchstens auf... 43. Ja, okay, zusätzlich noch eine Bedingung. Mhm. Ihr tragt den Sand hier ab und den Kackbambus. Okay. Und ihr tragt meinen Turm ab und stellt mir das Material zur Verfügung. Okay, Kevin, let's go, komm. Ja. Und jetzt kommt die letzte Bedingung. Ja. Ich mache ja einen 24 bis 36 Stunden Stream. Ja. Dafür brauche ich unfassbar viel Materialien und die muss mir G-Time farmen. Ich brauche 20 Schalker Shells voll mit XP-Bottles. Was? Das kriegst du nicht hin, Max, das geht nicht. Aber du hast doch Infinity-Trade. Weißt du, wie lange ich dafür traden muss? Das geht nicht, Max, das ist wirklich over. Okay, dann möchte ich einfach sehr viele Schalker-Chests haben. Das wäre dann die Bedingung. Okay, ja, das ist easy. Ich mach dir eine XP-Models, mach dir auch welche fertig, für den Fall der Fälle. Eine, ja. Bin ich ein guter Unterhändler? Sag es. Ein Unterhändler. Ja, bin ich doch, oder? Ich bin ein Friedensstifter. So, Max, ich helfe dir jetzt. Ich baue das dir jetzt mit ab, okay? Alter, stabiler Flug! Junge, Max, Alter, ich schwöre, du warst kurz davor, einen riesigen Krieg hier auszulösen, das weißt du, ne? So ein Bombardement hätte es in Craft noch nicht gegeben. Das ist alles... Der ist schon massiv, der ist schon geil. Ja, aber Max, du verstehst nicht die Auswirkungen des Ganzen. Wir können froh sein, dass wir jetzt hier einen Deal gefunden haben, wo alle sagen, jo, damit leben wir. Junge, Max, das war wirklich sehr knapp jetzt, ne? Ist aber ein guter Deal. Ich helfe dir doch schnell, den Turm wieder hier hinzurichten. Dann machst du hier Kisten hin und tust da den Stuff rein. Genau, Bleibt das denn die Struktur, ja, ne? Das weiß ich nicht. Müsste eigentlich doll im Basalt bleiben. Alter, dieser Wald sieht ja so geil aus. Richtig natürlich, Junge. Ja, aber man könnte echt sagen, dass dein Wald Notch gebaut hat. Bist du lost, diese Bäume, die hier stehen, Alter? Das ist gemischt. Es sind ein paar gespawnte dabei. Du hast dir wieder Level 3-Raketen genommen, Revi, du kleiner Sack. Ja, hab ich doch gesagt, dass ich klaue. Geil, der Baum blockiert perfekt den Melonengolem, die hässliche Scheiße. Guck mal hier, Max. Wenn man hier steht, sieht man den nicht. Siehst du das? Ich hab da extra einen Baum hingestellt. Guck hier, stell dich hier auf die Brücke. Findest du den Wald nicht schön? Hier ist. Kann ich dieses Gras hier einmal abbauen, bitte? Warum? So. Nervig. Ich finde ihn sonst ganz gut, aber es ist ganz schön schmal hier der Aufgang. Hier auch noch hier mit den Blättern. Wächst das nochmal nach? Mir ist halt so verwunschen. Ich komme über die Brücke, guck. Ja. So. Digga, da ist eine Kurve in der Straße. Geh doch einfach, du Ochse. Ich muss auch sagen, ich dachte, dein Wald ist schlechter, weil G-Time so gehebt hat. Okay, nice. Boah, Digga. Geiler Wald. Ey, wir haben heute richtig viel geschafft. Wir haben einen Deal verhandelt. Max Turm ist weg. Die Kaktusfahne kommt mit. Einfach nur geil. Ja, vor allem, wenn der ganze Berg jetzt noch hier mit Bäumen und sowas übersät wird, Mann. Das ist ein richtig schöner Fantasy-Wald. Haustour machen wir die Tage, Leute. Der Baum wird hier noch groß gemacht und sowas. Ey, das wird richtig geil.